Hallo, hallo. Ich begrüße euch zur Kundgebung der Frente Unido America Latina. Es spricht Dr. Nancy Larenas von der Partido Comunista de Chile und der Chile Freundschaftsgesellschaft Salvador Allende e.V. Querido pueblo de América Latina y el Caribe, berlineses, berlinesas, amigas, amigos, mañana 5 de marzo de 2023 se cumplen 10 años de la muerte del comandante Hugo Chávez. Desde aquí queremos honrarlo y recordarlo por el gran legado estratégico que nos dejó. El comandante Hugo Chávez surgió en la historia de Venezuela y del movimiento revolucionario internacional cuando más se afianzaba la tesis de que las disputas ideológicas habían acabado en el mundo. La historia había llegado al fin decretado por Fukuyama, y la única vía hacia el progreso de la humanidad era la que imponía el unilateralismo de los Estados Unidos. Morgen am 5. März 2023 jährt sich der Todestag des Kommandanten Hugo Chávez zum 10. Mal. Von hier aus wollen wir ihn ehren und uns an das große strategische Vermächtnis erinnern, das er uns hinterlassen hat. Der Kommandant Hugo Chávez trat in der Geschichte Venezuelas und der internationalen revolutionären Bewegung in Erscheinung, als die These aufkam, dass die ideologischen Auseinandersetzungen in der Welt ein Ende gefunden hatten, dass die Geschichte das von Fukuyama verordnete Ende erreicht hatte und dass der einzige Weg zum Fortschritt für die Menschheit derjenige war, der durch den Unilateralismus der Vereinigten Staaten vorgegeben wurde. Chávez encabezó un proceso social que reivindica la tradición anticolonial al renovar el pensamiento de Simón Bolívar y la lucha por la independencia, la lucha por la unidad de los países latinoamericanos, la lucha por la justicia social, rescatando además las luchas históricas de los pueblos durante el siglo XX contra el imperialismo estadounidense, que con base en su doctrina Monroe pretendía ser de nuestra América parte de su dominio. Chávez führte einen sozialen Prozess an, der die antikoloniale Tradition rechtfertigt, indem er das Denken von Simón Bolívar und den Kampf für die Unabhängigkeit, den Kampf für die Einheit der lateinamerikanischen Länder, den Kampf für soziale Gerechtigkeit erneuert und auch die historischen Kämpfe der Völker im 20. Jahrhundert gegen den US-Imperialismus, der auf der Grundlage der Monroe-Doktrin versuchte, unser Amerika zu einem Teil seiner Herrschaft zu machen, wieder aufleben lässt. El gran papel de Hugo Chávez en la Revolución Bolivariana fue utilizar su capacidad para interpretar las necesidades y las aspiraciones de las masas venezolanas y confió en los poderes creadores del pueblo venezolano. La izquierda a nivel mundial enfrenta en estos momentos enormes desafíos con una confrontación militar que pone en peligro a la humanidad y con una
acentuación de una ofensiva imperialista en nuestro continente. Die große Rolle von Hugo Chávez in der bolivarischen Revolution bestand darin, seine Fähigkeit zu nutzen, die Bedürfnisse und Bestrebungen der venezolanischen Massen zu interpretieren und auf die schöpferischen Kräfte des venezolanischen Volkes zu vertrauen. Die Linke in der Welt steht heute vor enormen Herausforderungen durch eine militärische Konfrontation, die die Menschheit gefährdet, und durch die Verschärfung einer imperialistischen Offensive auf unserem Kontinent. Desde aquí te decimos, comandante Hugo Chávez, que con tu ejemplo continuaremos con más fuerzas nuestra lucha por nuestra liberación. ¡Viva la unidad de América Latina y el Caribe! ¡Venceremos! Von hier aus sagen wir dir, Kommandant Hugo Chávez, dass wir mit deinem Beispiel unseren Kampf für unsere Befreiung mit mehr Kraft fortsetzen werden. Es lebe die Einheit Lateinamerikas und der Karibik. Venceremos! El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. ¡Venceremos! ¡Venceremos!